Manche Apps sind echt eine Frechheit. Ich habe heute ein Spiel heruntergeladen und das wollte Zugriff auf meine Kamera, meine Kontakte, meine persönlichen Dateien. Ich meine, manche Apps brauchen so manche Berechtigungen, das verstehe ich. Aber das ist reine Datensammlung, da habe ich natürlich abgelehnt. Ja, gut so. Ich glaube, viele Leute denken gar nicht darüber nach, wenn sie eine App installieren. Die bestätigen einfach alles und geben alle Berechtigungen frei, ohne darüber nachzudenken. Viele Apps sammeln unnötige Daten über User und Userinnen für Werbezwecke oder um sie zu vermarkten. Welche Apps welche Rechte haben, kann man einfach nachsehen. Die Berechtigungen für Apps findet man unter Android, je nach Version bei Einstellungen, App Manager und beim iPhone unter Einstellungen. Dort kann man Apps auch nachträglich Rechte geben oder entziehen. Okay, also ich gebe meinen Apps nicht diese Berechtigungen. Aber was ist mit den anderen Daten auf meinem Handy oder auf meinem Computer? Wie meinst du das? Naja, ich würde gerne einen neuen Laptop kaufen und meinen alten verkaufen. Er ist zwar schon etwas alt, aber er funktioniert noch. Und was ist jetzt mit meinen Fotos oder Dateien? Also könnte der Käufer oder die Käuferin auf meine Dateien zugreifen? Da sind ja schon persönliche Dinge dabei. Naja, ich gebe die Sachen immer in den Papierkorb und den leere ich dann. Glaubst du nicht, dass das ausreicht? Die Vernichtung von Daten ist gar nicht so simpel. Viele meinen, dass Daten gelöscht sind, wenn sie die in den Papierkorb verschieben. Dabei wird aber nur das Verzeichnis gelöscht und die Dateien werden einfach nicht mehr angezeigt, obwohl sie eigentlich noch vorhanden sind auf der Festplatte. Mit speziellen Programmen kann man diese, möglicherweise sensiblen Daten, einfach wiederherstellen. Selbst nach einer Schnellformatierung der Festplatte kann man noch Daten wiederherstellen. Nur mit der Funktion Formatierung, eben nicht Schnellformatierung, kann man wirklich Daten vernichten. Wer ganz sicher gehen möchte, kann den Vorgang auch mehrmals durchführen. Bei SSD, Solid-State Drives, ist der Vorgang zur Datenvernichtung noch einmal ein anderer. Dort muss man manuell einen Utter Secure Erase-Befehl auslösen. Tutorials dazu lassen sich im Internet finden.